Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Meine Brüder und Schwestern, er gab ihn seiner Mutter. Die Geste der Hingabe und der Liebe, die Geste der Intimität, die Gebärde der Zärtlichkeit, des Vertrautseins, des tiefen persönlichen Interesses, das, was zur wahren Liebe gehört, sie zum Ausdruck zu bringen und sie leuchten zu lassen. Und das Leuchten der Liebe ist die Sanftmut des Herrn. Ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Das Beispiel ist groß. Aber es führt uns in unabsehbare Tiefen. In Tiefen, die hier nur angedeutet werden können im Rahmen einer Predigt. Wie überhaupt die Predigt andeutet. Sie ist da, um Fragen zu provozieren, um die Bitte zu provozieren, systematisch eingeweiht zu werden in die Tiefen der Geheimnisse. Diese Systematik ist im Rahmen einer Predigt nicht recht möglich. Solange sie auch sein mag, im Grunde kann sie nur anleuchten und andeuten. Und das soll jetzt geschehen angesichts dieses, er gab ihn seiner Mutter. Das ist im Grunde das Werk der Erlösung. Wir werden zurückgegeben in den Urgrund, in den Urschoß, dort, wo wir seit Ewigkeit sind, als Gedanke Gottes. Im Schoße des Vaters ruht das ewige Wort. Und im ewigen Wort ist der Allgedanke von der ganzen Schöpfung. Und aus dem Innen des ewigen Wortes, also des Gottsohnes, löst sich der Allgedanke, die ewige Weisheit und wird selbstständige Schöpfung. Das Wesen der ganzen Schöpfung ist der Gedanke von dir, der in der innersten Mitte des Sohnes weht und lebt. Und diese innerste Mitte wird genannt Seite. Wie aus der Seite des schlafenden Adam Eva gebildet wird, das heißt aus der innersten Mitte, aus der tiefsten Wesenstiefe Adam, Eva herausgeweckt und zur Selbstständigkeit, zum selbstständigen Dasein geführt wird, um Adam begegnen zu können, so wird aus der Tiefe des ewigen Wortes des Vaters herausgeweckt zu selbstständigem Dasein die ganze Schöpfung. Und dieser Urgedanke von der ganzen Schöpfung wird Person in Maria. Sie ist die geschaffene Weisheit. Wie nun aus der Seite, aus dem Innersten des Sohnes die Weisheit gelöst wird, gebildet wird, so entsteht wiederum der Sohn als Mensch aus dem Schoße dieser Weisheit, aus dem Schoße Mariens. Und der Schoß der Weisheit, der Schoß der Mutter wird tief ähnlich
beziehungsweise in geheimnisvoller Weise gleich dem Schoße des Vaters, denn der Vater ist mütterlich. Darum wird vom Schoße des Vaters gesprochen, in dem der Sohn ruht. Aus diesem Schoße wird der Sohn herausgezeugt und geboren. Zeugung und Geburt aus dem Vater ist ein und dasselbe. Und aus der ewigen Weisheit, die in Maria geschaffene Person wird, aus dem Logos, aus dem Sohne gelöst, wird dann wiederum der Mensch gewordene Sohn geboren. Und es ist so, dass der Mensch zurückkehren muss in den nächtigen Schoß seiner Mutter, um von ihr wiederum gesandt zu werden in den Tag. Es ist ein abgrundtiefes Geheimnis, vergessene Geheimnisse, von denen heutzutage schon gar nichts mehr gewusst wird. Das Wesen der Mutter ist prophetisch. Die Mutter gebiert in die Zukunft hinein. Ihr ganzes Wesen ist zukunftsbezogen. Sie trägt in sich Zukunft. Und darum ist auch ihr Geist der Zukunft zugewandt. Und der mütterliche Geist empfängt, und das Empfangende bewegt der mütterliche Geist in seinem Inneren, das heißt im Herzen. Und dieses im Herzen, im Inneren des Geistes bewegen, ist die geistige Schwangerschaft. Und die geistige Geburt ist der heilige Rat. Und der mütterliche Rat, Maria ist die Mutter des guten Rates, ist prophetisch. Mütterlich und prophetisch sind im Grunde ein und dasselbe. Der Zukunft zugewandt. Der Welt tiefstes Wesen aus der umfassenden Weisheit heraus zu künden, ist der Mutter Wesen. Und der Mann gerade bedarf der ständigen Rückkehr in den Schoß der Mutter, um in ihrem nächtigen Wissen Rat zu holen, um von ihr wieder gesendet zu werden, hinaus ins Außen, in die Welt, um dort zu gestalten, zu formen, zu bauen, zu beeinflussen, hervorzubringen, aktiv zu sein, aus dem Willen, aus dem Wissen, aus der Forderung der Mutter heraus, aus ihrem Itenissa heraus, und um dann wieder zu ihr zurückzukehren, um Rat zu holen, sich trösten und bergen zu lassen, Atem zu holen zu neuen Taten. Das ist das Hin und Her der Rückkehr zum Schoße der Mutter, zum Schoße des Vaters, Religion, Rückbindung, um von da aus wieder gesandt zu werden in die Tat des Tages hinein. Das ist das Wesen der Erlösung. Er gibt uns der Mutter zurück, dem waltenden Schoße der Weisheit, dem Urschoße, dort, wo der Schlaf waltet, den Seinen gibt es der Herr im Schlafe. Der Schlaf ist heilig und der Schlaf ist voller Weisheit und Schlaf ist zugleich Ekstase, sich fallen lassen, sich selber vergessen, sich hineinbegeben in die heilige Nacht. Und darum ist es ein heiliges und wirksames
Sinnbild, dass der Mensch oft in der Nacht in die gekrümmte Lage, die embryonale Lage zurückfindet, weil er gleichsam in den Schoß der Mutter zurückkehrt, um dann wiedergeboren zu werden, hinein in den Morgen aus dem Schoße der Nacht beauftragt von der Mutter. Deshalb ist die Mutter immer die Beauftragende und Fordernde. Die Mutter vergisst ihre Mission, wenn sie Kinder an sich fesseln will. Die Mutter muss hinaussenden. Die Mutter muss Kraft fordern und Stärke. Sieh zu, dass du kämpfst. Hole Atem. Und jetzt geh im Vertrauen auf die Kraft, die meine Weisung dir verleiht. Die Mutter gibt zwar Trost und lässt Atem holen und die Mutter wirkt, aber die Mutter sendet auch hinaus und kennt kein Pardon wie jene spartanische Mutter, die ihren Sohn hinaussandte in die Schlacht und ihm den Schild reichte mit den Worten: Kehre lieber auf ihm als ohne ihn zurück. Wenn es sein muss, opfere dich. Bewahre nicht unter allen Umständen dieses armselige Erdenleben. Sei bereit, es herzugeben für das Große und Ganze. Sei bereit, dich zu opfern. So sende ich dich hinaus in den Tag. Klammere dich nicht an dem, was ohnehin vergeht und verweht. Das Vergängliche an dir sei bereit, dir zu geben. Du aber wahre deine Wahrheit, wahre dich selber und wahre das, was ich dir gebe, aus meinem ratenden Schoß, ihm, seiner Mutter. Christus will, dass der Mann seine Mutter ehre, dass er immer wieder zur Mutter zurückkehre. Und es ist dann der Übergang von der Mutter zur Gemahlin. In der Gemahlin setzt die Mutter ihr Werk fort und der Mann sucht auch in der Gemahlin seine Mutter wieder. Und es ist gar kein Grund, dass daraus Rivalität oder Eifersucht entsteht. Im Gegenteil, in dem Maße, wie beide Mutter und Gemahlin des Sohnes einander verstehen und einander ergänzen, im Rat geben und im Rat wissen, umso tiefer wenn das Vertrauen des Mannes zur Gemahlin, je besser der Gemahlin liebende Hinneigung zur Mutter des Gemahls ist. Er gab ihn seiner Mutter. Das vollendet sich schließlich am Kreuze. Da gibt Christus ihn seiner Mutter, ihn den Geliebten, den großen Erben, den tiefst Verstehenden, den Allervertrautesten, das gewaltige Genie, in dem er Trost findet. Johannes, der an seiner Seite ruht, das heißt an seinem Herzen, den Herzschlag vernimmt, Johannes, ihn gibt er seiner Mutter. Sohn, siehe da deine Mutter, weib, siehe da deinen Sohn. Das ist das beständige Wort des Herrn. Er gönnt dem Sohn die Mutter. Er gönnt der Mutter den Sohn. Und zwischen Mutter und Sohn und zwischen Mann und Frau ist immer diese große, heilige, polare Spannung. Wehe
wenn törichte, brutale, barbarische Gleichmacherei war. Von da ab datiert die Zerstörung und die Wüste. Gleichmacherei ist Wüste. Die Wüste wächst, weh dem der Wüste, der Wüsten wird. Wir nicht mehr diese große, polare, heilige, ergänzende, einander bestätigende, heilige Unterschiedlichkeit, die Spannung zwischen Mann und Weib, sondern beide gleichsetzt, außen im Gebaren, in sich verhalten, gleich macht, der sät Wüste und Zerstörung. Es gibt nicht diese Gleichheit. Die heilige Ebenbürtigkeit ruht nur in der Verschiedenheit. Wenn keine Verschiedenheit ist, stirbt die Ebenbürtigkeit. Sie ist in der Verschiedenheit gegeben.